weiter geht's mit einem neuen Family Vlog von uns, ihr Lieben. Wir sind zu Hause, wie man sieht. Kleine Mia hier liegt auf dem Boden, das ist einfach zu heiß. Mein Mann sitzt da hinten mit der kleinen Maus am Tisch. Hier seht ihr den Nomi, unseren neuen Hochstuhl. Falls ihr unseren letzten Vlog gesehen habt, hatte ich ja Geburtstag und meine Eltern und die Patentante, meine Schwester und mein Bruder, der Onkel von Liana, haben uns diesen wunderschönen Hochstuhl geschenkt und ich bin super begeistert. Sie meckert jetzt einfach immer, weil sie bei uns sein möchte, weil sie so auf Augenhöhe sein möchte und dann ist natürlich so ein Hochstuhl genial. Aber jetzt sitzt sie schon eine Weile drin und fängt auch das Meckern gerade jetzt an. Wie ihr seht, Schatz, sag mal Hallo. Hallo. Mein Mann ist gerade noch am Essen und die kleine Maus sitzt davor. Hat eigentlich ihr Lieblingsknisterbuch vor sich. Vielleicht sollte ich ihr das mal in die Hand geben. Oh, schau mal. Oh. Oh, oh, das knistert so schön. Oh. Jetzt, glaube ich, ist sie wieder eine Weile beschäftigt. Ja, ich habe gerade eine H&M-Bestellung bekommen, eine ganz klitzekleine. Ich muss jetzt auch mal aufhören mit Shoppen. Ich habe ja einiges zum Geburtstag bekommen und jetzt habe ich noch eine H&M-Bestellung. Die zeige ich euch jetzt kurz. Also eine ganz kleine H&M-Bestellung, weil da war Sale mal wieder. Und da habe ich im Sale zugeschlagen. Ich habe einen neuen Badeanzug, weil ich habe eigentlich immer Bikinis an, aber ich habe ja doch noch ein bisschen Bauch von der Schwangerschaft, der noch nicht ganz weg ist und deswegen habe ich gedacht, ich probiere mal einen Badeanzug und habe jetzt den da mir ausgesucht. Ist ein bisschen schön weit ausgeschnitten, also die Stillmama zeigt doch einiges, aber es ist mehr so für unseren Pool hier zu Hause und ja, ich finde den ganz okay. War im Sale, ich glaube 7 Euro oder so. Dann habe ich so ein Zweierpack von so, eigentlich sind das Schlaf-Hotpants, jetzt im Sommer zum Schlafen oder dann halt zu Hause. Zum Rumrennen. Einmal in Grau und einmal in Rosa. Die waren auch im Sale. Und die sind nur für zu Hause. Und dann habe ich noch so einen wunderschönen Jumpsuit. Auch aus dem Sale. Den fand ich richtig süß. Ist trägerlos und ja, für den See oder zu Hause oder auch mal vielleicht in die Stadt. Mal schauen. Und dann hat die kleine Maus noch, das habe ich noch nicht ausgepackt. Das sind 3 Schlafanzüge, Sommerschlafanzüge, weil die kleine Maus hat in der Größe 62, in der sie jetzt ist, noch keine Schlafanzüge und da gab es bei H&M ein Dreier-Set. Einmal so, die sind dann einfach mit kurzen Ärmchen und kurzen Beinen, mit so Pünktchen drauf, schönes Muster. Dann einen rosanen mit pinkem Häkelrand. Und einen süßen grünen mit rosa Schleifchen. Das sind 3 Sommerschlafanzüge. Und dann habe ich noch 2 Bodys mitgenommen, die so Trägerchen haben. Weil wir haben zwar Kurzarmbodies, aber wenn es wieder über 30 Grad wird, finde ich die da besser. Das ist ja nicht süß. Mit kleinen Herzchen. Und der hat eben nur die Trägerchen da oben. Jetzt bei so ganz heißem Wetter ist das natürlich besser. Einmal weiß mit Herzchen und einmal einen grauen. Das ist der kleine H&M Haul. Ich zeige euch mal noch den Nomi. Also ich weiß, dass dieser Hochstuhl, oh, das sieht man auch deine schönen Füße, Schatz, dass der Hochstuhl schon sehr teuer ist, finde ich, aber er ist es echt wert. Wir sind so happy mit diesem Stuhl. Sie ist auf Augenhöhe bei uns und sie ist echt viel zufriedener. Und ich kann sie auch, und das ist genial, morgens beim Schminken in diesem Stuhl neben mich hinstellen oder beim Kochen. Und sie sieht mich und sie ist viel zufriedener. Ich zeige euch jetzt mal kurz, falls ihr den gar nicht kennt. Hier ist nämlich noch der Karton, wie das dann später aussieht. Schaut mal, also. Dieses erste haben wir jetzt, ne? Aber man kauft, und das muss man so machen, das da. Das kostet knapp 200 Euro. Plus, minus, weil da kann man sich noch Farben aussuchen. Und das Teil kauft man sich zuerst. Und dann kann man Aufsätze dazu kaufen. Und das ist eben diese Babyschale, die kostet nochmal 120. Und dann später, dieses Teil kostet 40. Und davor nochmal 40 Euro so ein Tablett. Da können Sie dann drin sitzen, wenn Sie eben
sitzen können, so ab 6-7 Monaten. Und bis 12 Jahre geht dieser Stuhl. Also irgendwann, wenn sie sich dann alleine halten können, beziehungsweise keine Gefahr mehr besteht, dass sie rausfliegen, macht man dann das Teil weg und hat dann diese erste Variante. Und dann kann man da noch Polster dazu kaufen für diese Variante, beziehungsweise ich glaube auch schon für diese. Also so ganz in allem kostet der dann schon 400-500 Euro, wenn man jetzt alles dazu kauft. Aber wir haben gemerkt, es lohnt sich. Sie sitzt da gerne drin und wir sind echt super entspannt mit diesem Nomi. Und übrigens habe ich sie auch neulich vor unsere... Wolltest du was sagen, Schatz? Entspannt. Genau, entspannt. Und ein entspanntes Baby ist doch super, oder? Dann sind nämlich auch die Eltern entspannt. Mein Mann trinkt übrigens kein Bier. Er trinkt alkoholfreies Bier. Ne? Immer. Spät. Nur alkoholfrei, ja, oder? Immer. Da sind noch meine wunderschönen Geburtstagsblumen. Ja, was ich jetzt gerade sagen wollte, wir stellen den Nomi manchmal hier hin und dann schaut sie da raus und ist auch total zufrieden für 20 Minuten. Schaut sie in den Baum und gerade wenn es dann so ein bisschen windet und die Blätter sich bewegen, findet sie das ganz cool. Apropos draußen, mein Mann war vorher am Pool putzen, weil wir haben den ein bisschen vernachlässigt die letzten Tage. Und da hat sich dann so ein bisschen was angesetzt, so Algen, und der Boden war ein bisschen klitschig. Jetzt haben wir so eine Schockchlorung gemacht, also ein bisschen mehr Chlor rein, die Pumpe nonstop angelassen. Und wir haben noch so einen Reiniger, so einen, da macht man den Gartenschlauch dran und dann ist es wie so ein Staubsauger über den Boden. Genau, da war er gerade am Reinigen. Aber ich glaube, er war noch nicht ganz fertig. Der Hunger hat ihn dann gepackt. Und, ihr Lieben, ihr werdet es nicht glauben, aber tatsächlich ist unser Beet ein Stückchen weiter. Wie nennt man das? Das Beet ist fast fertig. Also wir haben, mein Mann wollte ja unbedingt ein Kräuterbeet, beziehungsweise vielleicht wird es auch irgendwann ein Gemüsebeet. Wir haben da so ein kleines Zäunchen drum gemacht, wegen unserer Mia, dass die da nicht reingeht, und auch wegen den Schnecken. Und dann haben wir, das sieht jetzt allerdings ein bisschen unglücklich aus, also ich glaube, die müssen sich erst noch an die Erde gewöhnen, haben wir Basilikum und Petersilie und Minze. Da kann man einen frischen Pfefferminztee machen. Und meine Eltern haben uns ein Lorbeerstöckchen mitgebracht. Ist das nicht schön? Dann haben wir eigene Lorbeerblätter. Mein Mann macht ja sehr oft Borsch, diese russische Suppe. Und da kommt dann Lorbeer dazu. Ja, also so langsam wird unser Garten. Jetzt schauen wir mal. Ah, das wollte ich euch noch zeigen. Genau, das war schon hier, als wir eingezogen sind. Und das ist echt genial. Schaut mal, das ist, sind Reben. Und da wachsen schon ganz schön viele Trauben. Schaut mal. Mein Mann hat die glorreiche Idee, dass er Wein machen will. Mal schauen, ob es dazu kommt. Und wer ist da? Mia. Sag mal was. Sag mal Hallo. Sag mal Hallo, ihr Lieben. Die ist zu heiß, ne? Mir ist gleich abgespritzt im Schlauch, okay? Mia. Und wollte ich euch noch was erzählen? Ah ja, ich habe gestern Stoffwindeln bestellt. Bei stoffiwelt.de habe ich jetzt erstmal ein Testpaket bestellt, weil ich bin super begeistert von Stoffwindeln. Ich habe bei vielen YouTube-Mamas das gesehen und heute Morgen waren wir mit dem Rückbildungskurs, weil das der letzte Kurs heute war, waren wir da alle zusammen Kaffee trinken und dann habe ich eine Mama aus Amerika kennengelernt, die mit Stoff wickelt und die hat dann auch nochmal irgendwie mir ein bisschen davon erzählt und jetzt bin ich ganz, ganz nervös und will, dass das Päckchen ankommt, weil ich unbedingt ja, gerne das ausprobieren möchte. Zeige ich euch dann natürlich. Ich habe jetzt mal zwei Überhosen, Prefalls, also diese Einlagen für die Überhosen und Höschenwindeln für die Nacht bestellt und noch so ein bisschen Zubehör, was man dazu braucht. Wenn ihr das noch gar nicht kennt, das Thema Stoffwindeln, dann könnt ihr das jetzt mit mir zusammen erleben, weil ich werde es definitiv ausprobieren und euch mitnehmen und ich freue mich richtig drauf. Genau, das wollte ich euch noch erzählen. Und jetzt mache ich noch kurz Haushalt, dann nehme ich euch, glaube ich, noch mit. Und dann mal schauen. Ich denke, wir werden heute einfach nur zu Hause chillen.
So, jetzt bin ich im Raum mit dem schlechtesten Licht in unserem Badezimmer. Ich muss nämlich noch schnell Wäsche machen und die neuen Sachen, die ich von H&M bekommen habe, kommen natürlich erstmal eine Runde in die Wäsche. Und dann nehme ich euch jetzt noch kurz mit zum Wäschewaschen. Und dann geht nämlich der Papa, der André, mit unserem Hund an den See schwimmen. Und dann bin ich nämlich wieder alleine mit unserer Maus. Und dann wird es wieder schwierig mit Filmen. Deshalb nehme ich euch hier jetzt noch kurz mit. Wir haben schon wieder wahnsinnig viel Wäsche. Das ist schon wahnsinnig, ne? Mit so einem kleinen Baby, da hat man halt am Tag 2, 3 Bodies mit Vollspucken. Und dann muss man oft Wäsche waschen. Und dann waren wir, wir waren das erste Mal im Thermalbad mit der kleinen Maus. Das war so schön, aber man durfte nicht filmen. Darf man ja nicht, ne? Im Thermalbad oder generell im Schwimmbad darf man, glaube ich, nicht filmen wegen Privatsphäre. Und da haben wir dann natürlich mehrere Handtücher dabei gehabt, weil man soll ja nicht so lang rein. Und dann waren wir immer 10 Minuten im Wasser und dann ins Handtuch, dann war das natürlich nass. Und beim nächsten Mal brauchten wir dann ein neues Handtuch, da ist man ja noch so ein bisschen vorsichtig. Und ihre Sonnenmütze, die ja noch ein bisschen zu groß ist, war dann natürlich auch nass, muss auch gewaschen werden. Wir hatten übrigens, weil ja die Stoffwindeln noch nicht da sind, ich will auch eine Schwimmwindel kaufen, hatten wir jetzt mal diese Wegwerfwindeln von Babylove, diese Schwimmwindeln dabei, in Größe S, die waren aber eigentlich ganz gut. Test bestanden. Ah, und ich habe jetzt, ich hatte ja vorher Pampers, weil es sie einfach im Krankenhaus gab. Und jetzt habe ich auch bei einer YouTube-Mama gesehen, dass die so geschwärmt hat von diesen Öko-Windeln von Babylove. Und da habe ich jetzt heute mal das erste Mal eine Packung mitgenommen und in der Größe 3, weil jetzt ist die kleine Maus 6 Kilo und die Größe 2 geht nur bis 6 Kilo und hier ist jetzt 4 bis 9 Kilo. Jetzt schauen wir mal, ob es in die Größe 3 schon reinpasst. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe sie nur mal eingeordnet, die Windeln, aber ich habe noch keinen Test gemacht, ob es passt. Und was ich auch von Stoffiwelt bekommen werde und euch dann zeigen werde und austesten werde, ist eine Wickelunterlage aus, muss nochmal nachschauen, auf jeden Fall ist der abwaschbar, weil das nervt mich total. Wir lassen unsere Maus ja mindestens 2-mal am Tag nackig strampeln, einfach, dass ein bisschen Luft an den Popo kommt und jetzt bei diesen Temperaturen sowieso. Und mich nervt das, da sind 10 Stück drin bei Babylove und die sind so teuer. Und man wirft sie natürlich weg und hat noch mehr Müll. Deshalb bekomme ich da auch eine abwaschbare und berichte euch dann davon, wie das ist. Ja, ich freue mich total auf das Paket von Stoffiwelt. Haha, da kommt viel Neues auf euch zu und auf mich. Und da freue ich mich, dass ich euch mitnehmen darf. Aber jetzt machen wir Wäsche. Für das Baby nehme ich übrigens ein biologisches Waschmittel, weil wir sehr empfindliche Haut haben. Das hat sie leider von mir geerbt. Und das ist parfümfrei für sensible Haut von Sodasan. Das ist aus einem Reformhaus. Bin ich echt super zufrieden damit. Color Sensitive für 30, 60 und 95. Bis jetzt habe ich nur auf 30 gewaschen, aber es ist echt gut. CO2-neutral, Eco-Garantie und eben parfümfrei für sensible Haut. Also finde ich echt gut. Nur falls ihr einen Tipp braucht. So, ihr Lieben. Das war's. Nee, ich verabschiede mich nicht im Keller. Das ist assi, oder? Wir gehen mal wieder nach oben. Das ist jetzt nicht so die... Oh, das Baby schreit. Die Mama muss... Also irgendwie haben wir seit ein paar Tagen wieder ein bisschen mehr Schreiphasen. Vielleicht liegt es an der Hitze. Sie schreit die Brust an. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Wenn ihr das kennt oder vielleicht auch habt, dann schreibt mir mal dazu in die Kommentare, was man da so machen kann. Ich versuche halt dann viel zu stillen, aber es ist ein bisschen schwierig. Und deswegen hört ihr auch den Föhn im Hintergrund, weil der bringt sie dann sofort runter. Nicht sofort, aber es hilft doch ganz gut. Jetzt trinkt sie gerade und das ist vielleicht ein guter Moment, sich zu verabschieden, denn jetzt braucht unsere Tochter wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao!